beginnen wir das neue Jahr mit einem alten Witz. Treffen sich zwei Päpste. Fairerweise war der nur so richtig gut in einer Zeit, als es nur einen lebenden Papst gab, also in den Jahren zwischen 1419 bis 2013, bis das deutsche Oberhaupt der katholischen Kirche Benedikt XVI. Von seinem Amt zurücktrat und der argentinische Bischof Jorge Bergoglio als Papst Franziskus I. sein Nachfolger wurde. Wie dieser Übergang zwischen den beiden Geistlichen stattgefunden haben könnte, zeichnet ein aktueller Netflix-Film nach. Die zwei Päpste. Das ist Oregano. Ihr Gärtner hat es mir geschenkt. Sie sind sehr beliebt. Ich versuche nur, ich selbst zu sein. Wenn ich mal versuche, ich selbst zu sein, scheinen mich die Leute nicht besonders zu mögen. Da es natürlich von dem Treffen der beiden älteren Herren keine Aufzeichnungen gibt, kann nur nachempfunden werden, wie ihre Gespräche abgelaufen sein könnten. Und das ist dem neuseeländischen Drehbuchautor Anthony McCarten, der auch Bohemian Rhapsody geschrieben hat, so wunderbar gelungen, dass er für den Golden Globe nominiert war, den am Sonntag allerdings dann Quentin Tarantino gewann. Vor allem ist Die zwei Päpste ein großer Schauspielerfilm, denn die beiden Altmeister ihres Faches, Anthony Hopkins als Benedikt und Jonathan Pryce als Franziskus, verkörpern ihre Rollen, naja, wenn nicht göttlich, dann vielleicht selig, auf jeden Fall so beeindruckend, dass es eine Freude ist, ihnen zuzuschauen, auch als Protestant oder Atheist. Päpste können nicht zurücktreten. Wenn sie das tun, beschädigen sie das Papsttum für immer. Ich kann nicht länger auf dem Stuhl des heiligen Petrus sitzen. Sie sind im Irrtum, sie sind im... Stille! Ich kann diese Rolle nicht mehr spielen. Denn auch wenn Benedikt und Franziskus um die Zukunft der katholischen Kirche streiten und kämpfen, geht es doch in erster Linie um ein universelles Thema, das uns alle immer wieder in unserem Leben antrifft. Können wir uns verändern? Wie sehr erkennen wir die Notwendigkeit, uns zu ändern? Und sind wir überhaupt gewillt, uns zu verändern? Viele Menschen, auch gerade in der katholischen Kirche, glauben ja manchmal, dass Tradition von der Moderne unberührt bleiben muss. Jonathan Pryce als Franziskus sagt im Film, dass Gott sich sehr wohl ändert, dass er sich bewegt, denn die Zeit fordert Bewegung. Nichts ist statisch in der Natur, nicht mal Gott. Wo finden wir ihn, wenn er sich ständig bewegt? Auf der Reise? Ah ja, möglicherweise finden wir Gott da hinten, auf der Reise. Ich werde es ihm vorstellen. Und so bewegen sich die beiden langsam, aber sicher aufeinander zu, bis eine überraschende Allianz, wenn nicht gar Freundschaft, entsteht. Aber nicht nur um den Glauben und die Kirche streiten der Deutsche und der Argentinier, sondern auch darum, wer das WM-Finale 2014 gewinnen wird. Beim gemeinsamen Bier, wohlgemerkt. Deutschland. Oder man teilt sich ganz irdisch eine Pizza vom Straßenverkauf und zwei Fantas. Außerdem erfahren wir noch, dass die deutsch-österreichische Fernsehserie Kommissar Rex um einen besonders spürnasigen Sonderermittler nicht nur bei den Italienern sehr beliebt war, sondern auch bei deutschen Päpsten. Habt ihr den Film schon sehen können? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Die zwei Päpste, der auch mit detailgetreuer Ausstattung und beeindruckendem Setdesign überzeugt, streamt seit Ende Dezember auf Netflix. Auch für die Filmshow steht 2020 Bewegung und Veränderung an, dazu schon bald mehr. Das war die Filmshow für heute. Ich bin Christian Engels, der Filmpfarrer. Und Cut. Kanal abonnieren und keine Filmshow am Donnerstag mehr verpassen.